Feierstimmung. So endet die Begegnung für den TSV Wertingen, als sie am 29. November zu Gast beim FC Donauwörth 08 war. Mit leichten Startproblemen beim Licht liefen dann beide Mannschaften um 19 Uhr ins Stauferstadion ein. Und nach einer kurzen Begrüßung legte der Wertinger Verein auch schon in der 25. Spielminute mit seiner ersten Chance los. Nicolas Kolset versuchte es mit einem Kopfball nach einer Vorlage von Sandro Santamaria, der das Leder gegen die Latte hämmerte. Doch auch hierbei endete der Ball am Alu und nur Augenblicke später in den Armen von Keeper Georg Schuster. Donauwörth hingegen machte es da in der 37. Minute deutlich besser. Alexander Museus legte aus dem Freistoß vor und Michael Vollmann nach. 1:0. Wertingen scheint damit allerdings nicht zufrieden zu sein. Und so gleicht Nicolas Kolset nur 5 Minuten später mit einem gut platzierten Schuss zum 1:1 aus. Und damit ging es dann auch schon für beide Mannschaften in die Halbzeitpause. Und die Fans konnten sich bei frostigen Temperaturen und eisigem Wind mit Glühwein und einer heißen Bratwurst wieder aufwärmen, bevor es in der 47. Minute zum Elfmeter für Sandro Santamaria nach einem Foul im Strafraum von Donauwörth kam. Wenige Zentimeter zu hoch und damit erneut gegen und nicht in den Kasten. Glück im Unglück für Donauwörth und so blieb es dann ein wenig länger beim Gleichstand, bis er erneut die Gelegenheit hatte und diesmal auch erfolgreich nutzte. Somit stand es in der 71. Spielminute 1:2 und damit ging Wertingen erstmals in Führung. Dass es das Schicksal mit Donauwörth nicht gut meinte, konnte nur eine Minute später schon Dennis Seifert spüren, als er mit Gelb-Rot nach einem unglücklichen Foul vom Platz marschieren durfte. Doch auch bei den Gästen lief kurzzeitig nicht alles rund und so kam es dann in der 79. Minute zum nächsten Gelb-Rot, diesmal gegen Florian Bauer. Damit waren die Mannschaften wieder ausgeglichen besetzt. Geholfen hat dies jedoch recht wenig für Donauwörth, denn keine 3 Minuten später war es Simon Burg mit der Spielnummer 7, der den Stand auf der Anzeigetafel weiter für Wertingen in die Höhe schraubte. 1:3. Und auch der Endstand in dieser Begegnung für den FC Donauwörth 08. Für uns hatte Trainer Ewald Gerbauer dann auch noch ein paar Worte. Je länger das Spiel gegangen ist, desto mehr haben wir uns gefunden und haben es dann zu Ende gespielt, die Angriffe. Ja, vielleicht ein Tor zu hoch oder ein Tor zu wenig kassiert, aber war ein interessantes Spiel. Oh, und das macht total zufrieden mit dem Ergebnis? Nein. Hannes, gratuliere. Hallo. Das ist der Hannes. Johannes, der Säufer. Was ist das? Das ist unser... von Dom-TV. 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 Also das war unser Linke. Ein Greifer! Fertig! Ticket, 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 ticket!